Sichel, 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 Sichel. Ich hab Hört, haben wir ein dämonisches Sichel. Das ist eine gute Hausgröße, findest du nicht? So wie wir es bisher auf jetzt haben. Bin gleich da. Ich muss gerade Heu sammeln. Ein Heuboden, das kann man vielleicht als nur als Dach oder als Wand benutzen, aber noch nicht als Boden. Hey, was hältst du für einen Kürbisboden? Oh Gott, das ist so viel besser, ne? Ja, schon. Momentan übrigens gerade die Minimap ausgeschaltet. Ah, okay. Ja, weil die sind irgendwie nur im Weg, wenn ich nicht wirklich. Wenn ich sie nicht brauche, weißt du, was ich meine? Ja, gut. Ist ja schnell gemacht mit Tab. Mit Z-Tabulator. Außerdem, weißt du, es stört mich so massiv, dass. Alter, komm. Ich stelle mich so massiv, dass das hier das Areal ausgeleuchtet ist, wo mal unser Haus war. Auf der Minimap. Ja, das ist echt. So, guck dir mal den Heuboden an und dann urteile später. Wo ist mein Heuboden? Da ist mein Heuboden. It's so not gorgeous. Naja, aber weißt du, es sieht nicht aus wie ein Heuboden. Was ist denn? Warte, es ist Material, ich guck mal, was ich noch daraus machen kann. Es ist ein Heubricks. Nein, aber Heu. Ja, Wand, also Hintergrundwand. Na gut, das wollen wir nicht, aber das sieht aus wie ein heller Holzboden. Ja, dann lassen wir es drinnen. Dann mach mal das Shade rein. Wie meinst du, mach das Shade rein? Na, die Shade Woods. Oh yeah, I'm really digging that, mate. Ist genug Platz? Jo, das... Oder machen wir es noch länger? Ich finde, es reicht. Okay. Ach, verdammt. Ah. Machst du gleich zweites Stockwerk? Ich mach gleich mal Türen rein erstmal. Ja, gut, nehmen wir bereits vorhandene Türen? Oder machen wir haben so schöne Green Dungeon Doors. Oh ja. Also ich von 1-1 verwenden Spezial kann ja sagen, das ist eine sehr exquisite Wahl. Die passen nämlich ganz gut zum Shadewood. Oh, warte, dann. Vögel! 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 So. Oh. That's quite nice. So, was nehmen wir den zweiten Stock? Als Boden meinst du? Machen wir quasi Decke und Boden? Das wäre nämlich ganz schön, wenn wir Deckenbelag und Bodenbelag machen. Ja, aber dann kann man mit raufspringen, ne? Also rauf mit einem, ohne. Wenn wir die Plattform auf der Decke machen, dann können wir mit der neuen Technik auf den uneinhöheren Boden einfach raufsteigen. Okay, ja, zeig vor. Wo ist mein Heu hin? Egal, also jetzt nur mal zur Demonstration. Mach halt da mal eine Plattform hin, dann kannst du da einfach drauf springen mit einem Satz. Ich hole eine Kürbisplattform. Na, komm her. Du kannst mit einem Satz einfach drauf springen auf die Plattform und der Rest geht schwupps so hoch. Ja. Oder wir machen einfach normale Treppen, das geht auch. Treppen? Ja, Treppen. Aus Plattformen. Wenn es dir lieber ist. Ja, okay, dann was nehmen wir denn als Bodenmaterial für den zweiten Stock? Das würde so eine Art Schlafzimmer werden, oder? Im zweiten Stock schon. Ich hätte meinen Schlaf. Ja, warum nicht?
Was haben wir dann? Nehmen wir ein normales Wood? Was wäre. Oder Mahagoni. Davon haben wir nicht genug. Oh oh. Oh oh. Oh oh, what? What? Ah. Bitte. Oder als Decke den roten. Hast du rot? Ah, da ist. Die blau. Roten habe ich nicht. Also ich hab rot. Gib mir blau, gib mir grün auch. Ja, ich versuche gerade. Da. Okay. Oh, sorry. Passt schon. So, also als Decke, nimm mal als Decke für unten. Als Decke für unten, weiß nicht, hätte ich schon noch immer das Heu gehabt, oder? Findest du? Ja. Sandwich! Ah, Moment mal. Aber da muss ich jetzt ein bisschen was. Wo ist da ist. Nein, was. Hä? Habe ich das. Habe ich die roten Candyblöcke fallen lassen? Ja, hast du. Nein, 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 nein. Hör auf. Zwei. Digga. Do you even lift, bra? Ach, komm schon. Nein. Wirklich. Gut, andere. Machen wir es jetzt mit mittleren Aufstieg oder mit Treppe? Das ist jetzt wichtig. Hä? Machen wir jetzt einen mittleren Aufstieg oder machen wir eine Treppe hoch? Ich hätte schon für einen mittleren Aufstieg wieder. Okay, dann gib mal die Mitte her, dass ich circa habe. Du kannst mit deinen Candyblocks zählen, weil die sind gut zum Unterscheiden. Nein, ich will das jetzt nämlich anders machen. Wenn die nicht verbinden, dann mache ich eine Seite rot vom Boden, eine Seite grün vom Boden und die Wand ändert sich dann. Ja, ich weiß, aber ich habe leider gerade keine Mitte gezählt. Ne? Ich glaube, in einer Kiste sollte ein Lineal sein. Da kannst du die Blöcke zählen. Sachen gibt's. Oh Gott, das hier rauszufinden. Mal sehen, wenn ich es übersehe, die Leute schreien dann wahrscheinlich so hier so. Gregor, nein, du hast es übersehen. Gregor, da war Kohle. Du hast Kohle übersehen. Ah, ich bin nicht grau. Kannst du mich kurz. Schnürsenkelkappe. Das Lustige ist, ich habe auch keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Ich find's nicht. Rot. Findest du es auch nicht, oder? Nee. Aber ich hätte mir eingebildet, wir hatten hier schon mal ein Lineal. Notfalls der Goblin verkauft. Glaube ich. Für mich sicher. Verkauft der Goblin. Ich glaube ein Gold oder so. Ansonsten hast du hier drin noch Fackeln, sonst zählen wir das mit Fackeln einfach ab. Ja, Fackeln habe ich hier. Dann drop sie mal raus. 37. Ja, dann lass die Ziel von jeweils den Enden immer. Naja. Also ich check trotzdem mal den Goblin, für wie viel das verkaufen würde. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 29, 31, 33, 35, 37, 40. Also wir haben genau 40 Blöcke hier. Wunderbar. So, dann macht man die Mitte 4 breit, oder? 4? Oder machen wir 2? Warte mal. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Da hätten wir 20. Da war dann 23.
1, 2, 3, das wären jetzt 4. Also mit den beiden Candy Blocks. Ja, mach was 4. Mach gleich ein Loch im Boden. Gleich. Oh Mann, ich krieg grad richtig so richtige Brain Lags. Ich bin richtig müde schon. Echt? Ja, ja. Hast du mich gerade nicht zählen gehört? Nein. Du weißt ja, froh. Du weißt ja, dass ich nie aufpasse, wenn du redest. Ich weiß. So, da. Machen wir das. Ich mach mal Wände draus. Ja, ja, das ist gut. Aber die Wände können wir schon so, die Wände connecten, ja, ne? Ja, das schon, aber wenn man es jetzt schon so geteilt, das sieht ungleichmäßig aus. Kann ich mich da täuschen? Vielleicht. Leg mir das Lineal ran, bitte. Wir haben kein Lineal! Die, hast du keins gekauft? Du oder? Hast das ganze Geld! Stimmt. Ah, du passt auch nicht auf, wenn ich rede, oder? Wundert's dich? Ja. So, warte mal. Ne, ich, du hast eh fest recht, das sieht wirklich unsichtbar aus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, wenn wir 18. 18. Ich wollte gerade machen. Warte. Ist es jetzt besser? Ich glaube schon, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Episodenlänge aussieht, aber stell dir vor, wir haben das nicht, haben das übersehen und konnten wir jetzt erst im Nachhinein korrigieren. Der Hate. Ah ja. Also gut, ich habe jetzt rote Candy, was brauche ich grüne Candy Ball? Candy Ball? Auf die Frage. Auf die Frage, habt ihr Hater-Kommentare? So antworte ich immer mit Nein. Denn für Hater-Kommentare braucht man Kommentare. Zuschauer haben wir laut Statistik. Ja, gut. Aber keiner kommentiert. Jo, ich fühle mich jetzt hier gerade einfach mal ein bisschen dumm. Mach das. Machst du sonst nicht. Du hast es verdient. Ja, soll ich mal Mahagoni schneiden gehen oder was? Kannst du? Ich gehe Mahagoni schneiden. Ja. Und lass mich dann dabei von der Cave ablenken. Ich muss eh in die Cave, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich denke, nein, doch nicht. Kein Problem. Alles klar. Good job. Good job, mate. So. Was ist hier Mahagoni? Das müsste Mahagoni sein. Kann ich hier eine Eiche platzieren? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wo man es platziert, ob es Mahagoni wird. Das ist eine gute Möglichkeit. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es darauf ankommt. So, ich brauche jetzt meine Workbench, meine gute, für den nächsten Schritt. Wo ist die denn? Das ist mehr Suchen als Haus bauen, verdammt.
Heavy Workbench. Nein, oder? Ich habe unten einen Frosch gefunden. Okay. Lol. Lol. Was denn? Ich wusste, ich werde abgelenkt. Ja. Oh ja, ich muss hier raus, aber ganz flott. Für alle Leute, die sich jetzt über mein harsches Klicken aufregen, nun, denen muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Und alle anderen, die sich nicht darüber aufregen, die kriegen sie quasi frei Haus. Hast du eigentlich Holz? Normales Holz? Ich brauche normales Holz, bitte. Habe ich eigentlich gesagt nicht. Das müsste noch in der Kiste liegen. Boah. In welcher? Ich weiß nicht. Jedenfalls, ich hab sie. Um auch zu meiner Geschichte zu kommen. Stein, 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 Stein. Ich höre nicht damit auf, nein, Gregor. Aber erzähl ruhig. Nachdem ich meinen neuen PC hier eingestellt habe, fiel uns mehr oder weniger auf, dass wir, nun, wie soll ich sagen, dass ich unverständlich war. Sprich, dass wohl mein altes Mikrofon einfach nicht mehr wirklich funktioniert hat. Und deshalb bin ich jetzt hier gerade mit meinem noch älteren Mikrofon unterwegs, meinem alten Webcam-Mikrofon, das halt schon, ja, es ist halt nicht ganz so gut von der Qualität her, aber ich bin wenigstens noch audibel. Und für YouTube ist es vielleicht ein bisschen zu schlecht, aber noch okay, weil es halt einfach alle Geräusche aufzeichnet. Oder eher Geräusche aufzeichnet, die nicht ganz dazugehören. Insbesondere meinem Spam-Klicken. Ja. Und darum habe ich jetzt ein neues, in Anführungszeichen, Mikrofon ins Auge gefasst. Das ist ein Blue Yeti. Was ist das? Das ist ein Mikrofon, das von sehr vielen Leuten, die YouTube-Videos mehr oder weniger professionell, oh Gott, ich muss hier raus, Moment, machen, verwendet wird. Und die meisten, die es verwenden, sind auch sehr zufrieden damit drum. Okay. Ich meine, vom Preis her lässt sich allein schon auf die gute Qualität schätzen, denn das ist schon ein eher teures Mikrofon. Wie viel kostet das circa? Über 100 Euro. Okay, ja. Ich sage jetzt, mein Sensen hat 250 gekostet, aber... 250. Das hat sich ja nicht ausgezahlt. Danke. No worries, mate. Na, das liegt, glaube ich, einfach nur, dass das Hardware-technisch der Rechner die gute Qualität nicht verarbeiten kann. Also die Soundkarte wahrscheinlich. Okay, jedenfalls das Blue Yeti scheint mir für 100 Euro hat eine gute Qualität und drum. Das ist auch eins, dass ich länger behalten kann. Oder das sollte nicht sofort eingehen. Wobei, das Mikrofon hat mir auch lange Zeit gute Dienste geleistet. Und es war für 34 Euro, die ich damals dafür bezahlt habe, war es auch ein guter Preis. Wie viel Mahagoni habe ich? 72, das geht noch mehr. Ich möchte mindestens 100 haben. So, also ich habe es unten mal geplankt. Und ich brauche Shankwood. Planking, you fool. Du hast das Shankwood. Shankwood? Shankwood. Nein, das Shadewood.